Also meine Tante war zusammen mit den beiden Kindern auf dem Spielplatz, meine Tante Madlena. Das Mädchen heißt Victoria, sie ist 10 Jahre alt, sie hat auf dem Spielplatz gespielt und der kleine Antoni, der ist 2 Jahre alt, der war mit meiner Tante im Sandkasten. Und auf einmal kam ein Hund aus dem Nichts angerannt, ein voraussichtlich Kampfhund. Und er drehte erstmal Runden auf dem Spielplatz. Da dachte sich meine Tante schon, es könnte gefährlich werden und hat den Kleinen auf den Arm genommen. Victoria sagte sie, dass Victoria sich besser nicht bewegen sollte, damit der Hund halt nicht zubeißt. Und wo der Hund ein bisschen weiter weg war, hatte meine Tante gesagt, dass Victoria sich besser in die Sicherheit bringen sollte und auf die Rutsche hochgehen soll. Und wo Victoria halt auf die Rutsche gehen wollte, hat der Hund dann zugebissen, hat sie angegriffen. Erstmal oberhalb von dem Oberschenkel, dann etwas weiter unten. Also die Wunden wurden jetzt auch genäht. Und ja, meine Tante steht immer noch unter Schock. Und wir hoffen einfach, dass wir die Besitzer finden, die direkt nach der Tat halt weggelaufen sind.